Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind mit unseren Heimatgeschichten für Sie rund um Ingolstadt und München unterwegs und zeigen Ihnen, wie schön wir es hier haben. Diese Woche sind wir in der Gemeinde Wolnzach, bekannt natürlich für seinen Hopfen. Die Holledau ist das weltweit größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt und der Ort Wolnzach mittendrin. Wir haben Triathlet und Motivationstrainer Maximilian Schwarzhuber kennengelernt, waren mit Bürgermeister Jens Machold unterwegs und Dr. Christian Baumgartner hat uns den Milchprüfring gezeigt. Und zum Hopfen gehört natürlich auch die alte bayerische Tradition des Bierbrauens. Im Ort Wolnzach gibt es eine kleine Brauerei und über die möchte ich jetzt mehr erfahren. Und da kommt er schon angefahren, Simon Westermeier, der uns mehr über die Brauerei erzählen kann. So, servus. Grüß dich, hallo. Ja genau, jetzt gehen wir mal zur Tür zu und wir gehen zusammen, oder? Genau. Ja. Schauen wir uns das mal an. So, Simon, sehr gut. Du schenkst erstmal das Bier ein und dann will ich mal mehr über euch erfahren. Erzähl mir mal die Geschichte hier von der Brauerei. Ja, die Geschichte ist ein bisschen exotisch, sage ich mal so, weil ja, wir heißen ja Urban Chestnut Brewing Company mitten in Wolnzach. Eben, erstmal Prost. Prost. Genau. Dann darfst du weiter erzählen. Eben, finde ich sehr außergewöhnlich, der Name. Ja. Warum ist das jetzt so englisch? Und wir sind jetzt halt nicht irgendwie so eine hippe Kraftbrauerei aus dem Hinterhof oder so, sondern der Gründer, der Florian Kuplent, der kommt aus Mühldorf am Inn, hat dort Brauer gelernt, ist dann halt noch Weinstefan, hat dort seinen Braumeister gemacht und ist dann über unterschiedliche Stellen in Europa, dann über den Atlantik geschwappt, hat dann bei Anheuser-Busch gearbeitet in St. Louis und hat dort mit einem Kollegen beschlossen, dass sie auf diesen Craft-Beer-Trend oder auf diesen Zug aufspringen. Und 2010 war es dann soweit, dass sie dann halt die Urban Chestnut Brewing Company in St. Louis gegründet haben. Warte mal, was ist denn das für ein Bundesstaat, St. Louis? Ist in Missouri. Missouri. Direkt am Mississippi. Genau. Und ja, und da haben wir dann halt 2010 angefangen, beziehungsweise 2011 wurde der erste Sud eingebraut. In Missouri. In St. Louis, genau, in USA. Und weil es dort so gut lief, kam 2014 eine zweite Brauerei oder ein zweiter Brauereistandort direkt in St. Louis dazu. Und 2014 war die Wolnzacher Aktienbrauerei insolvent, hat Insolvenz angemeldet. Der Florian, der hat seinen Hopfer hier in der Holledau schon öfters eingekauft und wusste von einem Hopfenbauern, dass hier die Wolnzacher Brauerei ja zum Verkauf steht. Und er hat sein Angebot einfach mal abgegeben, weil er gesagt hat, ja, für ihn als Bayern ist halt einfach schon immer der Traum von der bayerischen Brauerei gewesen. Und hat dann halt sein Angebot eben abgegeben und 2015 haben wir hier am Standort in Wolnzach wieder das erste Bier von Urban Chestnut eingebraut. Und er hat sich dann entschlossen, eben den Namen beizubehalten. Und jetzt gibt es halt die Urban Chestnut Brewing Company auch in Deutschland. Ach, das ist ja echt interessant, die Geschichte. Und warst du dann schon mal in St. Louis? Hast du es dir schon mal angeschaut? Ich verzeih immer gern, ja, aber ich war noch nicht drüben. Ich sage mal so, ich bin gern also wie der Karl May, ja, der immer seine Western gemacht hat, aber nie drüben war. Und so ist es halt auch. Also wir sind in sehr gutem Kontakt. Ja. Wir tauschen uns bildmaterialmäßig aus, mit Marketing und Kampagnen, was wir machen. Aber ich war noch nie drüben. Und wird aber Zeit, dass du jetzt mal rüber. Wird Zeit, ja. Es ist schon, also die Einladung steht schon seit Jahren. Ich selber bin seit 2016 hier bei der Brauerei nebenbei und mache so das Thema Marketing, Events. Wir haben hier am Standort zwei Braumeister und seit letztes Jahr haben wir einen Lehrling. Und das ist eigentlich so das feste Team. Genau, dann gibt's einen Also so wenig Leute seid ihr hier. Dann gibt es einen Vertriebler, der kommt von Palana, ist Rentner und macht für uns natürlich nebenbei so den Vertrieb in die Getränkemärkte. Weil mit Urban Chestnut hat man es ein bisschen schwierig in der typisch eingesessenen bayerischen Getränkebranche. Denkt, man denkt, das kommt aus Amerika halt. Gell? Genau, oder man meint halt dann halt, man muss dazu sagen, in Deutschland wird halt dieses Thema Craft Beer automatisch assoziiert mit irgendeinem sehr exotischen Bier oder sehr hopfig, irgendwie ausgefallene Hopfersorten. Aber dass jetzt halt so ein typisches Weißbier oder Helles eigentlich auch Craft sein kann, weil es kommt ja Craft von Handcrafted, von Hand gemacht. Also Craft bedeutet eigentlich nur, dass es eine kleine Brauerei ist, oder? Im Endeffekt. Könnte man sagen, wobei dieses Craft ja eigentlich von Handcrafted kommt, also von Hand gemacht, vom Handwerk. Genau. Und jetzt halt muss ich sagen, wenn man jetzt halt zum Beispiel in Bayern diese riesige Diversität betrachtet, ja, es gibt so viele Brauereien und jetzt halt sagt man zu einer Familienbrauerei, die schon seit 400 Jahren Bier braut, handwerklich herstellt, jetzt halt sagt man zu denen, ja, ihr seid aber nicht Craft. Ja, so, also, okay. Dann muss ich sagen, ja, eigentlich,
Aber natürlich, um diese exotischen Biere ein bisschen zu separieren, hat man gesagt, okay, das sind halt diese Craft-Biere, diese IPAs, Pale Ales, Stouts und die alle. Aber jetzt muss man unbedingt natürlich rein, weil jetzt will ich die Brauerei sehen. Auf alle Fälle, gehen wir rein, oder? Trinken wir noch einen Schluck und dann schauen wir uns die Brauerei an. Prosit der Gemütlichkeit. Doch bevor wir in die Brauerei gehen, machen wir erstmal eine kurze Pause. Und damit auch Sie sich noch schnell ein Bier holen können. In der Holledau, in der Marktgemeinde Wolnzach. Und Simon Westermeier zeigt uns jetzt, wie man anfängt beim Bierbrauen. Simon, was ist denn das hier? Das ist ja Röstmalz, also ein ganz normales Malz, was man zum Brauen braucht, das einfach länger geröstet wurde. Aha. Das heißt, dann karamellisiert der Zucker in dem Malz. Ja. Und dann wird es einfach dunkler. So, und das macht dann unterschiedlichen Geschmack natürlich. Das macht einen unterschiedlichen Geschmack hier. Das Röstmalz schmeckt dann halt so nach dunkler Schokolade und nach Kaffee. Ja, man kennt es von früher, als wir keinen Kaffee gehabt haben, haben wir Malzkaffee gehabt. Das war nichts anderes. Das ist der sogenannte Muckefuck. Ja, also Malzkaffee, der dann geschrotet wird. Wir schroten dann das Malz. Wir brauchen pro Brauvorgang, also wir brauchen mit 2000 Liter Wasser, brauchen wir um die 300 bis 350 Kilo Malz, je nachdem, was wir für Biersorte brauen. Wie viele Biersorten macht es denn hier? Wir haben insgesamt 9 Biersorten hier in Deutschland. Und in St. Louis drüben machen wir übers Jahr hinweg 52 Biersorten. Genau. Ja, Wahnsinn. Also gut, hier haben wir jetzt das Malz. Genau. Und dann, wie geht's weiter? Und dann geht's weiter. Ich zeig's dir gleich. Okay. Geh mal mit, Sophia. Hier, was passiert denn hier gerade? Ja, hier wird gerade unser Whirlpool ausgelassen. Das ist so eigentlich das Ende vom Brauprozess. Bevor es dann halt durch den Würzekühler geht und mit unserer Hefe angesetzt wird. Ja. Und dann halt in die Hauptgärung geht. Ja, aber warum? Stoppen wir mal, aber was wird da jetzt? Das ist ja Abfall. Was ist denn das jetzt für ein Abfall? Das ist der Hopfen. Ja, Hopfenpellets, ausgekochte Hopfenpellets. Und zwar kommt es direkt aus der Sudpfanne, wenn wir den Hopfen aufkochen. Haben wir jetzt wieder Feststoffe drin. Und der Whirlpool funktioniert, wie wenn man so einen Kochtopf aufs Wasser, einen Kochtopf aufsetzt. Nudelwasser, gibt Salz rein, rührt im Kreis und in der Mitte bildet sich dann halt so ein Salzkegel von allem, was sich noch nicht aufgelöst hat. Und so ist es hier beim Whirlpool genauso. Wir bilden hier einen Strudel, indem wir die Würze an der Seite mit Druck reingeben. Es bildet sich der Strudel und alles, was an Feststoffen ist, bildet in der Mitte einen Feststoffkegel. Okay, dann können wir jetzt auch da hochgehen? Genau, jetzt können wir dann aufgehen. Weil so geht es ja eigentlich von der Chronologie weiter, oder? Vom Malz geht es erst in so einen Kessel rein, ganz oder? Ganz genau. Hier ist unser Maisspottich. Und im Maisspottich wird eingemeischt. Ist ja zu kalt, weil wir sind eigentlich schon durch mit dem Brauvorgang. Wir haben hier 2000 Liter Wasser und dann kommt unser geschrotetes Malz hier rein. Und dann werden wir das Ganze aufheizen. In unterschiedlichen Malzrasten nennt man das Ganze, oder Maltrose und Proteinrasten. Ja, und wir haben aber jetzt halt wieder, also ganz am Anfang, Feststoffe, weil ja diese Hülsen vom Malz auch noch mit drin sind. Das heißt, jetzt halt möchte man diese ganzen Hülsen, die Feststoffe erst einmal rauskriegen. Und das machen wir hier eins weiter oben in unserem Läuterbottich. Also wie so ein Tee halt. Erstmal alles reinschütten und aufkochen. Genau, aufkochen und dann geht es in so einem Läuterbottich, ist so ein Sieb. Und jetzt halt ist es so, alles was an Feststoffen drin ist, setzt sich unten auf dem Sieb ab und bildet den sogenannten Treberkuchen. Weil die Würze geht durch das Sieb ein bisschen langsamer, wie sich alle Feststoffe absetzen. Also bildet sich dieser Kuchen und dient als zusätzliche Filtration. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, haben wir da drin ein Rührwerk. Das lockert das Ganze immer wieder mal auf, damit unsere Flüssigkeit durchkommt. Und wir geben dann halt nochmal um die 200 Liter frisches Brauwasser oben drauf, das dann halt nochmal die Restzucker ausschwemmt, weil diese Hülsen, die saugen sich auch voll mit Wasser und sonst hätten wir am Schluss nicht mehr die Ausschlagmenge, mit der wir ja anfangs angefangen haben. Also das ist dann der Sudkessel, also Läuterbottich und Sudkessel, das sind die zwei unterschiedlichen Kessel, die es gibt. Ja, wir haben den Maisbottich, dann den Läuterbottich und das wäre die Sudpfanne. Ah, okay.
Und weil wir halt so klar sind, haben wir eben bloß 2 Kessel. Mhm. Es gibt aber auch Brauereien, die größer sind, die haben dann 3 Kessel. Das heißt, normalerweise könntest du, wenn du einmeischst und läuterst, eigentlich schon mit dem nächsten Brauprozess anfangen. Aber weil wir bloß 2 Kessel haben, müssen wir eben einen Brauprozess komplett durchfahren, bis wir mit dem nächsten Brauprozess anfangen. Und dann führt mich Simon zum Gär- und Lagerkeller. Also hier dürfen wir jetzt nicht reingehen ganz. Ganz genau, das ist unser Lager- und Gärkeller. Ja. Wir vergären offen. Das heißt, die Hefe arbeitet in offenen Gärbottichen. Und hier ist natürlich so, dieser Keller ist unser Tabernakel. Mhm. Das ist das Heiligtum. Und natürlich für die Braumeister gäbe es nichts Schlimmeres, wenn die Hefe verunreinigt wird. Ja, verstehe. Also das heißt, hier lagert das jetzt wie lange? Ein paar Wochen oder was? Genau, 4 bis 5 Wochen, je nach Biersorten. Und dann halt wird es mit einem Tanklastzug nach Hohenthann gefahren, beziehungsweise zur Hohenthanner Schlossbrauerei. Dort wird es in Flaschen abgefüllt, geht in unsere Tragel, dann halt zu einem Getränkegroßhändler, der wiederum vertreibt es zu seinen Getränkemärkten oder dann halt auch in andere Getränkemärkte. Super, das ist ja echt, also es schaut auf jeden Fall sehr imposant aus hier. Auf alle Fälle, ja, unsere Katakomben. Ja, echt. Du, danke Simon, dass wir dich besuchen. Bitte schön, vielen Dank für den Besuch, Sophia. Und dann genau, alles Gute, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Mit Sicherheit, danke, freuen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's aus Wollensach. Machen Sie es gut, Wiederschauen.